Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind heute nochmal unter uns. Das WDR-Fernsehen ist nicht dabei. Wegen einiger Sondersendungen hat sich das Programm verschoben. Und deshalb gibt es Domian heute nicht im Fernsehen, aber hier im Radio bei 1Live, auf 1Live. Und wir haben das von mir gestern angekündigte Thema verschoben. Das heißt, wir können uns heute wieder unterhalten über alle die Themen, die euch interessieren und über die ihr euch gerne hier mit mir live im Radio unterhalten wollt. Die Telefonnummer noch einmal 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Freie Themennacht, offenes Talkradio. Erster Anrufer Christian, und Christian ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Hey Domian. Hey Christian. Ja, ich habe mal angerufen bei dir vor 2 Wochen oder so, als das Thema mein zweites Ich war. Ja. Und ich habe ein zweites Ich in mir. Ich bin eine multiple Persönlichkeit. Aber wir haben nicht miteinander geredet, ne? Nein. Nee? Nee. Du bist eine multiple Persönlichkeit. Ja. Das sagt mir einiges, weil ich mit einigen multiplen Persönlichkeiten schon mal gesprochen habe. Aha. In meiner Sendung. Wir wollen es dennoch mal erklären, weil ich glaube, dass ganz viele Leute vielleicht mit dem Begriff nichts anfangen können. Erklär du es. Ja, ich habe also ein zweites Ich in mir drin, also eine zweite Person. Mhm. Eine nur. Ich habe nur eine, ja. Mhm. Ich habe nur eine, die hat auch einen Namen, der heißt Brian. Brian. Brian, ja. Wie alt ist Brian? Der ist so alt wie ich. Ja. Ja, genau, so alt wie ich. Und kommt halt in bestimmten Situationen zum Vorschein. Ja, also das ist nicht zu vergleichen mit einer Schizophrenie. Nein. Ne, das könnte man ja immer sagen, dass jemand persönlichkeitsgespalten. Ja. In diesem Fall kann man das ja so definieren, dass wirklich zwei eigenständige Persönlichkeiten, jetzt in deinem Fall, in diesem Körper, den du repräsentierst, lebt quasi, in dem Geist. Das ist richtig. Du bist 28 Jahre alt. Ja. Wann hast du denn zum ersten Mal bemerkt, dass es da noch jemanden in deiner Seele, in deinem Geist, in deinem Herzen gibt? Also so realisiert richtig habe ich das ungefähr vor 4, 4,5 Jahren. Wie merkt man denn sowas? Ich habe das eigentlich nur so gemerkt, dass ich eigentlich, als ich meinen Telefonanruf angenommen habe und nach dem Christian gefragt worden ist, der nicht da war. Dann habe ich also irgendwie gemerkt, da stimmt was nicht. Also es wurde nach Christian gefragt und du hast gesagt, er ist nicht da. Ja, genau. Mhm. Genau, und ich war halt wirklich der Brian und habe mich mit Brian gemeldet und der Christian war einfach nicht da. In dem Moment hat man nicht das Gefühl, jetzt werde ich bescheuert, bekloppt? Ja, total. Ich habe also wirklich gedacht, jetzt ist alles zu spät. Ja. In dem Moment nicht gleich, aber ein bisschen danach halt, hat ein bisschen gedauert, ne? Aber da habe ich das also zum ersten Mal so richtig gemerkt und dann auch gedacht, naja, jetzt ist alles zu spät. Mhm. Irgendwo, jetzt tickst du aus. Hast du dich dann irgendwann an einen Psychologen, einen Psychiater gewandt? Nicht sofort. Erst ungefähr ein Jahr später. Mhm. Nimm man dann, Ja, bitte. War ich dann in psychiatrischer Betreuung, war auch in der Klinik dann. Du weißt sicher, dass das bei Psychiatern, Psychologen sehr umstritten ist, dieses die multiple Persönlichkeit als Krankheitsbild. Nimmt man nicht ernst? Glaubt man es dir? Nee, also ich muss sagen, ich hatte einen sehr guten Therapeuten, muss ich sagen. Mhm. Hat mit mir auch eine Hypnosesitzung gemacht. Mhm. Hat natürlich nicht gleich zu Anfang auf multiple Persönlichkeit gearbeitet oder sonst was. Hat er gedacht, naja, ist eine Person mal für mich selber erfunden zu irgendeinem Selbstschutz oder sonst irgendetwas. Hat aber wohl gemerkt, da ist was, da stimmt was nicht. Was hat Probleme. Was unterscheidet denn jetzt in deinem Fall, da du sagst, du bestehst nur, sage ich mal, aus zwei Persönlichkeiten, dein Krankheitsbild, multiple Persönlichkeit, von dem des schizophrenen Menschen?
Das kann ich gar nicht beantworten, Jürgen. Okay, lass uns weiter über dich reden. Ja. Woher, du sagst, du hast noch einen Menschen in dir, der heißt Brian und der ist auch 28 Jahre. Ja. Wer ist denn ich? Wenn du sagst ich, wer ist denn ich? Ist Christian ich? Also der Christian ist... Also, rede ich im Moment übrigens mit Christian. Ja, du redest im Moment mit Christian. Und wenn Brian draußen ist, sage ich jetzt mal so, sag dann Brian, in mir ist noch ein Christian. Nicht, er würde es nicht zu dir sagen. Aber er weiß das, von, er spürt das. Ja, also beide, Christian und Brian, wissen voneinander. Ja, die kämpfen ja auch miteinander, die fechten ja regelrecht die Kämpfe miteinander aus. Ist Brian vom Charakter ein anderer Typ als Christian? Ja, total. Ist er aggressiver? Nein, er ist depressiv. Er ist depressiv, ständig traurig. Mhm. Ein sehr einsamer Mensch, kontaktscheu, er ist aber furchtbar ehrlich auch. Mhm. Ist dein Außen-Ich, sag ich jetzt mal so, das mit dem du so in die Welt rausgehst, einkaufen gehst und so, ist das immer Christian oder kann das auch schwanken zwischen dir das und... Das kann auch Brian sein. Das kann auch, ich meine, gerade dann, wenn ich in die Öffentlichkeit rausgehe oder... Zurückdenkend, wenn ich in die Öffentlichkeit rausgehe, war er sehr oft präsent, weil er das eben überhaupt nicht wollte. Gefällt dir, du bist jetzt Christian, gefällt dir, dass da in dir noch ein Wesen ist, was sich Brian nennt? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Weil Brian ist jemand, mit dem man nicht leben kann, der jegliche Lebensfreude nimmt, der jeglichen Kontakt zu anderen Menschen abbricht. Und sehr einsam macht, sehr traurig macht. Man weint sehr viel. Wäre es möglich, jetzt, während wir beide uns unterhalten, dass Brian kommt? Nein, nicht im jetzigen Moment, das glaube ich nicht. Denn dazu bedarf es den persönlichen Kontakt einfach. Also da reicht das Telefon nicht aus. Das heißt, wenn ich jetzt bei dir wäre, könnte das durchaus geschehen? Ja. Das ist also wirklich dann so, wenn man unter Menschen geht oder unter Menschen, wenn der Christian unter Menschen gehen will, wenn ich unter Menschen gehen will beispielsweise, dann funktioniert es auch. Ich kann also auch rausgehen oder sonst irgendwas. Mhm. Komme ich aber in Kontakt mit Menschen, dann beginnt dieser Kampf. Nun hast du, Christian, mit dem ich jetzt rede, ja eine ganz normale Biografie, wie wir alle haben. Du bist irgendwann eingeschult worden, du hast deine Erlebnisse in der Jugend gehabt und so weiter, was man halt so hat. Hat Brian so etwas auch und ist das ganz unterschiedlich zu dem, was Christian erlebt und erfahren hat? Brian hat keine Biografie, Brian hat ungefähr eine 4,5 Jahre Biografie. Ah ja. Warum heißt Brian Brian? Ja. Ich sag, warum heißt Brian Brian? Warum er Brian heißt? Ja. Ich weiß es nicht. Es war einfach so da. Ich weiß es nicht. Das ist auch die Frage, die Therapeuten versuchen zu klären. Mhm. Warum heißt Brian Brian? Wer ist Brian? Wo kommt er her? Und so weiter. Aber Stammbaum zurück zu mir, Geschichte, sonst irgendwas, wir finden da nichts. Ich weiß es nicht. Sprichst du, Christian, in Gedanken oder denkst du manchmal so dialogmäßig mit Brian? Ja. Ja? Ja. Streitet ihr euch? Ja. Liebt ihr euch vielleicht auch irgendwo? Nein, ich hasse ihn. Du hasst ihn? Ja. Und wie empfindet er dir gegenüber? Er liebt mich sehr. Er liebt dich sehr? Ja. Beeindruckt das dich nicht, dass er dich liebt? Nein, er macht mich unglücklich. Warum macht er dich unglücklich? Weil er so traurig ist, weil er so depressiv ist, weil er die Kontakte zu den Menschen abbricht. Mhm. Und ich dadurch sehr viel verloren habe und schon sehr viel aufgegeben habe. Gibt es Momente in deinem Leben, wo du jetzt, der Christian, vollkommen vergisst, dass es Brian gibt? Ja, die gibt es. Die gibt es. Ja, was sind das für Momente? Das sind solche Momente beispielsweise, wenn man zum Beispiel im Internet ist und einen Chat hat. Beispielsweise. Oder ein schönes Telefonat führt beispielsweise. Mhm. Ich vergesse ihn, wenn ich unter Familienangehörigen bin. Ja. Beispielsweise bei Familienfeiern oder sonst irgendwas. Er ist aber da, wenn fremde Menschen präsent sind. Brian bekommt dieses Gespräch, was wir jetzt gerade führen, ja auch mit. Ja. Kann es sein, dass er dich nachher, wenn wir nicht mehr miteinander reden,
darauf anspricht oder dir Gedanken übermittelt dazu? Das ist durchaus möglich, ja. Kann es sein, dass er sagt, das hat mich aber sehr verletzt, dass du mich so hasst? Ja, das ist durchaus möglich, ja. Also das, ich meine, ich habe auch ein paar Medikamente, ne? Muss ich sagen, und bin ja mittlerweile auch schon ein bisschen lange in Therapie, sodass ich die normalen Konversationen, die ich mit ihm führe, auch gewinnen kann. Mhm. Nimmst du jetzt eigentlich Rücksicht auf ihn, in dem, was du zu mir sagst? Nein. Überhaupt nicht? Nein. Nein, überhaupt nicht. Hast du Angst, das ist ja auch ein Merkmal der multiplen Persönlichkeit, dass irgendwann mal mehrere, vielleicht sogar Dutzende, ich hatte mal eine Person, die sprach von 32 Personen in sich. Hast du Angst, dass da noch eine andere Person entstehen könnte in dir? Darüber habe ich eigentlich wenig nachgedacht, muss ich sagen, weil ich sehr mit meinen beiden Leuten beschäftigt bin, oder mit Brian. Halt, stopp, das war gerade eine komische Formulierung. Ich bin mit meinen beiden Leuten. Ja. Das bedeutet ja, dass da noch etwas Drittes ist, was quasi sich daneben stellt. Ich sehe mich manchmal aus der Sicht des Therapeuten schlichtweg, ja. Dass ich einfach so auf mich schaue, ne? Und da ist der Christian, da ist der Brian, dementsprechend deswegen reicht es manchmal so mehr aus Spaß heraus, ne? Also ich möchte keine 32 haben, möchte auch keinen dritten mehr bekommen oder sonst irgendetwas, um Gottes Willen, nee. Kann es denn sein, kommt es vor, dass Brian eigenständige Dinge tut, die du nie tun würdest? Ja. Was beispielsweise? Beispielsweise, dass er vor fremden Menschen weint. Mhm. Das würde Christian nie tun. Nein. Mhm. Hat Brian auch Bekanntschaften, die Christian, ich sage jetzt, muss ich aber Christian sagen, nicht pflegen würde? Brian hat niemanden. Hat niemanden? Nein, der hat niemanden. Der hat niemanden außer den Christian. Mhm. Brian ist total alleine. Und das ist ja eigentlich auch das Problem an der Sache. Deine Sehnsucht, die Sehnsucht von Christian ist, Brian loszuwerden. Ja. Brian zu töten? Kann man das so sagen? Ja, man kann es so sagen. Brian zu töten, von mir aus auszutreiben, wegzujagen, zur Hölle zu schicken, egal wie. Hast du manchmal auch heute, nachdem du so viel über dich und dieses doch sehr kuriose und seltsame Phänomen nachgedacht hast, hast du Angst vor dir, wenn du allein beispielsweise im Dunkeln im Bett liegst? Ja, ich habe sehr viel Angst. Angst ist ein täglicher Begleiter eigentlich, vor allen Dingen dann, wenn es Nacht ist und man mal wieder keinen Schlaf findet. Vor was hast du konkret dann Angst? Vorm Alleine sein. Vorm Alleine sein und vor der Zukunft, dass sich das nicht ändern wird. Was könnte dann bei diesem Alleinesein passieren? Man verbindet, wenn man so Angst hat vor dem Alleinesein, ja auch bestimmte Dinge. Ja, also man kann das ganz konkret auch mal sagen, an einem Beispiel. Das war vor 4 Jahren dann auch, als ich das realisiert hatte, dann auch, er hat Selbstmordgedanken einfach. Er hat Selbstmordgedanken und damals war es also wirklich auch ganz, ganz schlimm. Er war ganz, ganz stark depressiv. Sodass auch wirklich täglich über diesen Schritt nachgedacht worden ist. Ja, du hast dich damals gemeldet bei uns zum Thema Doppelleben. Ja. Also wer weiß denn von dieser, ich sag mal jetzt, ohne es despektierlich zu meinen, von dieser Kuriosität um dich herum und in dir, wer weiß das? Also eigentlich weiß es nur meine Familie. Ja. Ja. Kann man denn überhaupt noch ein normales Leben, so mit, weiß ich, Beruf und so leben, wenn man so eine Krankheit hat? Nein. Was machst du? Bist du immer zu Hause? Ich bin die meiste Zeit zu Hause, das ist richtig. Ich habe dadurch auch meinen Job verloren, meinen Beruf. Mhm. Also das ist wirklich so. Was hast du gemacht beruflich? Ich war kaufmännischer Angestellter bei einer Firma und das ging anfangs ganz gut, aber als er die Macht immer mehr gewonnen hatte, war ich eigentlich nur noch meistens depressiv in der Arbeit.
Ist das Mächte, das Machtverhältnis im Moment zu beschreiben mit 50 zu 50? Nein, im Moment hat der Christian ungefähr, ja, wenn man es in Prozent ausdrücken will, ungefähr 70%. Und ich unterhalte mich jetzt mit Christian. Ja. Mhm. Ja. Du bist in psychotherapeutischer, psychiatrischer Behandlung. Ja. Mhm. Ja, ich gehe einmal die Woche. Mhm. Also wie gesagt, ich war in intensiver therapeutischer Behandlung und gehe jetzt noch einmal die Woche. Ja. Deshalb können wir dir natürlich jetzt überhaupt gar nicht weiterhelfen. Ich glaube, das war aber auch nicht das Anliegen deines Anrufes. Ich finde immer interessant, wenn Menschen sich mit so ungewöhnlichen seelischen Problemen hier äußern. Der Information, man erfährt halt als jemand, der so das noch nie gehört hat, erfährt etwas darüber. Man macht diese Krankheit publik, ne, indem man darüber spricht. Es ist eine Krankheit, mit der geht man nicht gerne in die Öffentlichkeit. Mhm. Also gut, wie du selber auch sagst, die sagen ja dann auch, der Junge ist ja nur blöd, der spinnt oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. Ja. Ja, Christian, dann wünsche ich dir, dass du Brian los wirst. Ja, man muss hoffen. Wahrscheinlich ist das für dich eine ungeheure Glücksvorstellung, wäre das. Ja. Plötzlich ihn nicht mehr zu haben. Das wäre wunderschön. Bist du informiert? Gibt es multiple Persönlichkeiten, die irgendwann die ihnen lästige Personen verlieren und wieder ein gebündeltes Ich sind? Nein, eigentlich, ich habe davon noch nicht gehört und meine Therapeuten auch nicht, aber man hat oder die Leute haben gelernt, die zweite Persönlichkeit ein bisschen in Schach zu halten, sodass sie ein einigermaßen normales Leben führen konnten. Ne? Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man den loswerden kann, keine Ahnung. Ich wünsche dir auf jeden Fall das Beste, was möglich ist. Mhm. Und vielleicht, dass du irgendwann sogar wieder deinen Beruf ergreifen kannst, was sicher sehr schön wäre. Du bist ja nun gerade erst 28 Jahre alt. Ja, wäre nicht schlecht. Ja. Von Herzen alles Gute, Christian. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. 0800, das ist meine Telefonnummer hier, 5678111. Kostenfrei und kostenfrei ebenfalls die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt begrüße ich herzlich den Christoph. Und Christoph ist 26 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ja, schön, dass ich mit dir sprechen kann. Ich war schon mal in deiner Sendung. Ja. Das ist aber ziemlich lange her. Das war Anfang 96. Oh, das ist lange her. Ja. Da waren wir ja gerade erst knapp ein Jahr auf dem Sender. Ja, und ich freue mich sehr, dass ich nochmal mit dir sprechen kann. Ich hatte gehofft, dass ich es nochmal kann und hatte eigentlich auch gar nicht mehr daran geglaubt, dass ich es noch schaffe. Ich war in deiner Sendung Anfang 96, weil ich unter sehr starken Depressionen litt, unter Angstzuständen und sehr großen Panikattacken. Mhm. Und als ich bei dir in der Sendung war, war das da gerade so extrem, dass ich auch sehr schlimme Suizidgedanken hatte. Mhm. Und ich resümiere nochmal ganz kurz. Ich war zu Hause, ich habe meinen Beruf verloren, alles. Ich habe nur zu Hause gesessen, habe mich nicht rausgetraut. Mhm. Und in den letzten 5 Jahren ist allerhand passiert. Und ich rufe eigentlich nur an, weil ich Danke sagen möchte. Weil du Danke sagen möchtest? Ich möchte Danke sagen. Ich habe mich vor kurzem mal hingesetzt, bin wirklich mal sehr intensiv in mich gegangen und habe Bilanz gezogen. Und die Sendung Domian ist in dem Punkt sehr wichtig gewesen. Du hast mir den Anstoß gegeben, rauszugehen und mir Hilfe zu holen. Mhm. Durch das Gespräch, was wir miteinander geführt haben, habe ich es wirklich einige Tage später hingekriegt, einen Psychologen aufzusuchen. Freut mich riesig, Christoph. Ja. Es freut mich einmal, dass das so geklappt hat. Und ich freue mich auch sehr, dass du dich nochmal gemeldet hast und das hier erzählst. Weil ich so oft darüber nachdenke, was ist wohl aus den Leuten geworden? Ja, ich sag ja immer wieder, meldet euch mal, ruft mal an. Aber man kommt nicht durch oder man macht es dann doch nicht. Ich glaube auch, dass ich dich sehr nachdenklich hinterlassen habe. Ich hatte sogar das Gespräch mit deinem Psychologen verweigert, weil ich überhaupt niemanden an mich ranlassen wollte. Und glaube auch, dass wir beide nicht sehr zufrieden mit dem Ausgang dieses Gesprächs waren. Du hast dann danach in der nächsten Woche schon aufgrund der dann mobilisierten Eigeninitiative einen Psychologen aufgesucht. Genau. Ich habe zunächst bin ich beim Psychiater gegangen. Und das ging dann weiter. Ich kam in stationäre Therapie, wo ich wirklich nach und nach aufgebaut, erstmal gebrochen und dann wieder aufgebaut wurde. Und in den letzten 5 Jahren war ich zweimal in stationärer Therapie, insgesamt über 4 Monate und habe lange Zeit ambulante Therapie gemacht und immer noch Gespräche geführt mit Psychologen. Und heute
jetzt im Alter von 26 Jahren, was ja immer noch sehr jung ist. Ja. Was ist heute? Lebst du relativ normal? Ich kann behaupten, dass ich so gut wie geheilt bin, ja. Toll. Also 99,9%. Ja, das ist, denke ich mal. So stehen wir ja, glaube ich, alle da. Ja, ja. Das ist ganz toll. Das ist wirklich toll. Was machst du so im Leben? Beruflich? Studierst du oder hast du einen Job? Oder hast du noch was gelernt nachträglich? Oder? Also im Moment jobbe ich noch. Und ich werde demnächst anfangen, mein Abitur nachzuholen. Mhm. Ich habe bereits alles in die Wege geleitet. Und das geht im Februar los. Ja, wunderbar. Das sind natürlich dann noch ganz neue, tolle Aufgaben, ne? Ja. Ich habe Freunde gefunden. Ich habe Interessen und Hobbys wieder an mir entdeckt. Ich habe jetzt eine sehr gute und feste Partnerschaft. Mhm. Und jetzt geht's weiter. Also ein richtiger, fundierter Neuanfang, ne? So hört sich genau. Das an. Das ist ganz toll. Und ich, wenn ich jetzt so drüber rede, überwältige ich mich selbst immer noch. Weil ich hab's einfach nicht mehr geglaubt, dass es das noch geben kann. Das ist so toll, dass du das erzählst. Weißt du, nicht nur, dass ich mich jetzt freue und ich es weiß, sondern ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, andere, die in ähnlicher Situation jetzt sind, wie du damals warst, anzusprechen. Ganz genau. Indem du deine Geschichte erzählst. Wenn ich das hier einfach so theoretisch erzähle, hat das gar keine Wirkung. Aber wenn du es erzählst, das hat eine Wirkung. Ganz genau. Und das ist auch das zweite Anliegen meines Anrufs. Dass ich weiß, dass viele Menschen mit psychischen Problemen, wir haben es ja auch gerade beim Vorredner schon wieder gesagt, wirklich sich bei dir einen Rat oder Hilfe erhoffen vielleicht. Oder zumindest einen Denkanstoß. Und ich kann wirklich nur sagen, es bringt auf jeden Fall was. Also es gibt viele verschiedene Formen von Psychotherapie, aber ich bin fest davon überzeugt, es gibt für jeden Menschen die richtige Therapieform. Man muss wirklich nur diese Initiative haben, und das ist verdammt schwer. Mensch, geht dir manchmal der Gedanke durch den Kopf, um ein Haar wäre ich jetzt schon gar nicht mehr existent. Ja, ja, stimmt. Ich habe einen Suizidversuch hinter mir. Das war kurz bevor ich bei dir in der Sendung war. Mhm. Und all das würde mir entgehen, was du jetzt an Schönem empfindest. Ja, ja, ganz genau. Und, ja, und das geht weiter. Ich will sagen, Gratulation, Christoph. Ich freue mich sehr für dich und wünsche dir wirklich alles Gute weiterhin. Aber was sind deine Pläne nach dem Abitur? Willst du studieren? Ja, ich werde studieren auf jeden Fall. Was möchtest du machen? Ich werde Psychologie studieren. Ja, ja, ja. Ja, aber das ist gar nicht so schlecht. Ja, also ich werde bestimmt kein Psychiater oder Psychotherapeut werden. Sondern? Ich glaube, es gibt verschiedene Bereiche, die mich interessieren. Im Moment lese ich mich in Medienpsychologie rein. Ja. Wobei du natürlich wahrscheinlich ein hervorragender Psychiater auch würdest, weil du dich aufgrund deiner eigenen Geschichte sehr, sehr eingehend in Menschen hinein versetzen kannst. Mach sein, aber ich möchte noch nicht auf die Spitze drauf. Nee, das muss auch was mit Spaß zu tun haben. Ja, natürlich. Und also ich auf jeden Fall Menschen helfen und vielleicht auch in irgendeiner Weise Therapie zu betreiben. Mhm. Das ist mein ganz großes Ziel, weil ich bin da jetzt von so überzeugt jetzt. Ich bin so von voller Lebenskraft und Freude, und ich will davon unbedingt was abgeben. Ja, die Medienpsychologie, die verführt ja eher die Menschen, als dass sie den Menschen hilft. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Mach du erstmal Abitur, studier, und das kann sich während des Studiums alles noch wieder irgendwie ergeben. Ich freue mich, dass es dir so gut geht, und wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen alles Gute weiterhin, Christoph. Vielen Dank, Domian, auch auf dich. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt haben wir den Bernd, und Bernd ist wie alt? 18 Jahre alt. Ja, morgen Domian. Morgen Bernd. Ja, zum Vorredner. Also ich kann die Leute relativ schlecht verstehen, die suizidgefährdet sind, weil meine Geschichte ist halt ziemlich tragisch. Ich habe eigentlich angerufen zu dem Thema, das du gestern angekündigt hast, deswegen ist es schade, dass ich jetzt heute eigentlich durchgekommen bin. Mhm. Ich suche meinen Lebensretter. Ende 97 die erschreckende Nachricht vom Oberarzt im Düsseldorfer Krankenhaus bekommen, dass ich an Leukämie erkrankt bin. Mhm. Beziehungsweise erkrankt war. Mein Knochenmarkspender ist anonym geblieben. Den möchte ich über deine Sendung bitten, sich eventuell bei mir oder bei euch zu melden, dass er ihm meine Nummer dann weitergeht. Aber weiß dieser Knochenmarkspender denn überhaupt, an wen sein Knochenmark gegangen ist? Das ist mir auch nicht bekannt. Das konnte mir der Verein für Leukämiekranke... Das kann ja sein, dass der auch anonym gespendet hat, und der wusste gar nicht, so wie, wenn man Blut spendet, weiß ich ja auch nicht, wohin mein Blut kommt. Ja gut, bei mir war es aber eine Sache, dass meine Eltern auch typisiert worden sind und da halt negativ war und dann auch Zeitungsannoncen geschaltet worden sind. Gibt es denn irgendwelche Merkmale, an denen dein Spender dich jetzt erkennen könnte? Irgendwelche Hinweise? Ja, also ich kann ihm nur halt
meinen OP-Termin sagen und es muss ganz kurzfristig gewesen sein. Wann war denn der OP-Termin? Der OP-Termin war am 28.08.1998. Wo? In Düsseldorf, in der Uniklinik. Und das muss kurz vorher gemacht werden, das kann man nicht lange aufbewahren. Nein, es muss wohl kurzfristig gewesen sein, weil, wie gesagt, mein Hausarzt hat auch noch kurz bevor der Oberarzt mir halt die erschreckende Nachricht gegeben hat, noch gesagt, es wäre eine normale Krankheit in Anführungszeichen. Weil die Zeichen sind ja fast die gleichen. Es ist ja diese körperliche Müdigkeit, Mattheit, Schlappheit und wie auch immer. Wie ist man denn damals überhaupt dann an diesen Spender gekommen? Wie gesagt, das ist mir auch unbekannt. Das sind Sachen, die laufen über Zeitungsannoncen. Achso, du weißt überhaupt gar nicht, wie man das organisiert hat. Aber warum hält man das so geheim? Verstehe ich nicht. Weißt du auch nicht? Nein, ich habe auch... Und die Ärzte sagen, geben da auch keine Auskunft? Die wissen es auch nicht. Es ist halt über diesen Verein gelaufen für Hilfe für Leukämiekranke. Und die geben keine Auskunft? Nein. Warum nicht? Aus Datenschutzgründen ist mir gesagt worden. Ich möchte auch nicht großartig, möchte mich einfach nur bedanken, weil nachdem das mit der Krankheit dann durchgestanden war, war zwar noch ziemlich schwierig, aber jetzt mittlerweile bin ich dann auch wieder so voller Lebensmut. Das heißt, dieser Mann oder diese Frau, wer auch immer, hat dir das Leben gerettet. Ja. Ohne diese Knochenmarkspende wärst du heute tot. Ja. Das ist natürlich hart, ne? Wenn man sich das vorstellt. Und du bist jetzt erst 18, ne? Ja. Und das war 97, Ende 97. Ja, Ende 97 ist festgestellt worden. Hast du damals in den jungen Jahren, du hattest ja nicht viel Zeit mehr nachzudenken, wie du es gerade geschildert hast, aber trotzdem darüber so gegrübelt, war es das jetzt schon? Werde ich jetzt sterben? Ja, natürlich. Es war also eine ganz schwierige Sache. Ich habe kurz vorher auch noch einen Freund verloren, der sich mit seinem Motorrad, also mit seinem Moped, wie man bei uns sagt, also mit seiner 125er totgefahren hat. Und dann, also bei meiner Oma hat immer früher gesagt, einer nimmt den anderen mit. Und ich habe dann gedacht, was kann das sein, dass ich jetzt dann dran bin. Mhm. Weil ich wollte noch so viel erleben und will jetzt auch noch so viel erleben. Mhm. Und es war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Vor allen Dingen, die ganzen Freunde haben sich dann abgewandt, weil die Haare gingen weg. Mhm. Man sah aus wie verstrahlt, haben ganz viele Leute... Mhm. Nicht dann nach der... Echt? Da haben sich die Freunde von dir abgewandt, nur weil die Haare ausgefallen sind? Ja, die hatten Angst, sich anzustecken. Die waren auch nicht aufgeklärt. Mittlerweile, einige Leute haben dann gesagt, ja, es war halt die Jugend, wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollten, war einfach nur Angst da. Aber viele Leute gucken mich auch heute nicht mehr an. Die haben Angst, sich anzustecken, obwohl das ja... Völliger Unsinn ist, ne? Bist du denn heute, bist du ganz geheilt oder gibt es noch einen Risikofaktor? Also ich war jetzt nochmal zur Untersuchung. Es ist, wie der Vorredner auch sagt, zu 99,9%, dass ich gesund bin. Also das heißt, du bist fast gestorben und hast eine neue Geburt erlebt danach. Und daher auch deine Eingangsbemerkung vorhin, dass du nicht verstehen kannst, wenn Menschen sich umbringen wollen. Ja. Das ist sicher aus deiner Warte sehr, sehr verständlich. Aber es gibt manchmal natürlich auch seelische Verfinsterungen und Verzweiflungsphasen, wo man nah daran kommt und die eigene Gesundheit gar nicht wertschätzt. Das muss man halt auch respektieren, dass Menschen in solche Notlagen kommen, seelische Notlagen. Das war bei mir halt von Ende 97, Anfang 98 bis dann halt endlich der OP-Termin da war, dass mir halt geholfen werden konnte. Habe ich auch drüber nachgedacht. Nur, wie gesagt, den Leuten, die drüber nachdenken, die haben so eine Situation noch nie durchgemacht. Und sag mal, so eine Knochenmarkstransplantation, ist das eigentlich eine schwere Operation oder wird da einfach in die Wirbelsäule was eingespritzt? Das wird nur eingespritzt. Das heißt, die OP ist gar nicht aufwendig? Nein, es bleibt auch keine Narbe zurück oder keine große, überwiegende Narbe. Wie schnell merkt man denn dann eine Besserung? Das geht sehr schnell sogar. Also die Müdigkeit... Also es geht ja in die Knochen und die Müdigkeit aus den Knochen geht raus. Man fühlt sich einfach wieder etwas fitter. Also innerhalb von Tagen, gar? Ja, nicht von Tagen, aber es ist stetig. Es geht langsam bergauf und irgendwann hat man dann den Punkt erreicht, wo man sagt, ja so, jetzt geht's mir wieder besser. Was sind deine Pläne, Bernd? Was möchtest du demnächst machen? Ja, also ich habe jetzt Gott sei Dank die Fachhochschulreife, also die schulischen Teile über die Hörhandelsschule gemacht. Ja.
möchte jetzt am 1.1. für 6 Jahre zu Bund eventuell, ja, wenn es da klappt mit meinen Noten, mhm, und mit den Befunden. Mhm. Eventuell sonst eine Ausbildung im Sommer 2001 im Bankwesen. Im Bankwesen. Mit der Höheren Handelsschule ist das eine gute Voraussetzung. Ja, natürlich. Und 6 Jahre Bund, dann gehst du halt in eine ganz andere Richtung. Ja, also ich habe jetzt Gott sei Dank wieder alles offen. Mhm. Ja, also wenn sich dieser Knochenmarkspender, was ich ja fast glaube, dass der das auch gar nicht kann, aber je nachdem, vielleicht gibt es diesen Zufall, wenn sich dieser Mensch bei uns meldet, geben wir natürlich gerne das weiter und führen euch zueinander. Aber vielleicht ist es auch ein generelles Dankeschön, dieser Anruf, den du jetzt gerade hier formuliert hast, an Menschen, die Knochenmark spenden. Wie, ja, was für großartige Leistungen sie da vollbringen. Und was für eine tolle Sache sie da machen. Ja. Dann sage ich jetzt halt nochmal, also ein genereller Dank dann an alle, mhm, Spender und an meinen Lebensretter, einen ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass ich ihn irgendwann, auch wenn es nur ein Zufall ist, vielleicht, mhm, mal treffe. Weil, mhm, ich möchte ihm so viel erzählen, was ich noch erlebt habe, nachdem, mhm, dann halt die Krankheit besiegt war. Lieber Bernd, danke für deinen Anruf. Und für deine Pläne in Zukunft von mir und von uns allen hier natürlich alles Gute und toi, toi, toi. Ja, gut. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. 1.31 Uhr und 21 Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. Nur 32 und 22 Sekunden, hier ist Radio 1 live und heute nicht das WDR-Fernsehen. WDR-Fernsehen gibt es eine Sondersendung zum Thema Benzinpreiserhöhung. Wir sind heute unter uns und machen es uns hier sehr nett und unterhalten uns über all die Dinge, über die ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 567 8111, Faxnummer 0800 567 8110. Wenn ihr mit mir reden wollt, dann müsst ihr einfach eine von diesen gerade genannten Nummern wählen und dann könnte das vielleicht klappen. Jetzt begrüße ich herzlich den Jürgen, einen Namensvetter, der aber einen kleinen Tick älter ist als ich, nämlich 70 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Jürgen, was ist dein Thema? Du hattest mal vor ein paar Tagen eine Sendung drin im Fernsehen, dass Homosexuelle keine Kinder adoptieren könnten hier in Deutschland. Ja, darüber haben wir gesprochen. Ich bin nicht der Auffassung. Darüber haben wir gesprochen, ja, genau. Mhm. Ich weiß nicht, warum es hier in Deutschland so problematisch ist. Ja. In Kanada ist es einfacher. Ist es einfacher? Ich glaube, in einigen europäischen Ländern auch. Ich habe über 30 Jahre in Kanada gelebt. Ja. Und mein Lebensgefährte und ich, wir haben vor 30 Jahren, ein Zwillingspärchen, 2 Mädchen adoptiert. Ja, das ging damals vor 30 Jahren schon in Kanada. Vor 30 Jahren, ja. Das ist also erstaunlich. Auch, das war vielleicht auch eine Ausnahme. Wir hatten Freunde, die waren Hochseilartisten im Zirkus Bailey. Mhm. Und die hatten ein Zwillingspärchen, 1 Jahr alt, und waren mit dem Auto unterwegs und die Eltern sind tödlich verunglückt und die Kinder hatten nur eine leichte Verletzung und kamen ins Krankenhaus. Mhm. Und die Mutter, die hatte ein Notizbuch mit unserer Telefonnummer. Mhm. Und da haben die Ärzte bei uns angerufen. Und dann sind wir dann nachts hingefahren ins Krankenhaus. Und da haben die gesagt, was jetzt mit den Kindern wird. Ich sage, die nehmen wir mit nach Hause. Mhm. Zu uns. Naja, dann haben wir dann die Adresse, unsere Adresse durchgegeben. Und dann auch die Telefonnummer, die hatten sie ja. Und nächsten Tag kam dann einer von der Jugendbehörde und hat gesagt, ob wir verheiratet werden. Ich sag, nein, wir sind homosexuell, wir sind schwul. Ach, sagt er, ja, aber das
gebrauchen können? Wie war, also dann haben sie erst gefragt, wie das Verhältnis zu den Eltern stand. Mhm. Und da haben wir gesagt, wir waren bloß befreundet. Mhm. Naja, sagst du, wenn sie das gewährleisten können, dass die Kinder anständig aufgezogen werden und zur Schule gehen können und so weiter. Und wir hatten uns ein Haus damals schon gekauft auf Vancouver Island. Ja. Wir hatten 11.000 Hektar. Wow. Und ja, da war aber die Hälfte, war ein See, Anschluss zum Pazifik. Nicht? Umso schöner, ja. Ja, wir waren Meeresbiologen. Also wir sind mehr, Jan ist tödlich verunglückt vor 5 Jahren. Mhm. Und er war Meeresbiologe und ich bin auch Meeresbiologe. Wir sind. Lebst du denn jetzt auch noch in Kanada? Nein, ich lebe jetzt hier zwischen Köln und Aachen. Ja, jetzt lass mich aber nochmal fragen, wir gehen nochmal zurück, 30 Jahre zurück, nach Kanada, als es dann um diese beiden Mädels ging. Wer war denn dann erziehungsberechtigt? Du oder ihr beide zusammen? Ja. Ihr beide zusammen wir kriegten, als Schwule? Wir kriegten das Sorgerecht und dann kriegten wir obwohl ihr nicht, ich unterbreche nochmal, obwohl ihr nicht verheiratet wart und obwohl ihr schwul wart. Ja. Ihr wart ein schwules, ihr wart ein Paar, aber nicht verheiratet und schwul. Ja. Und wir haben uns dann nachher nochmal überlegt, wir hatten ein lesbisches Paar kennengelernt und wir wollten damals aus Prestigegründen oder so aus gesellschaftlichen Gründen wollten wir heiraten, aber es ging dann nachher in die Brücke. Mhm. Also das heißt, ihr habt geheiratet? Nein. Das ging in die Brücke. Und uns ist bloß vom Gericht auferlegt worden, bis zum dritten Lebensjahr eine Kinderkrankenschwester einzustellen. Mhm. Und ab dem dritten Lebensjahr ein Kindermädchen. Mhm. Wie alt waren die Mädchen, als die Eltern verunglückten? Ein Jahr. Mhm. Dann sind diese beiden Mädchen bei euch aufgewachsen, wie in einer ganz normalen Familie? Bei uns aufgewachsen. Wir haben das, wo sie 10 Jahre alt waren, oder 11, glaube ich, haben wir das erzählt, dass wir sie adoptiert hätten. Mhm. Und wir hatten ja noch Bilder und Filme, also damals gab es noch keine Camcorder, wir hatten 32 Millimeter Schmalfilmkameras. Mhm. Und da haben wir dann damals im Zirkus gefilmt, die Eltern, wo sie noch leben. Ach so, ja. Und da haben wir denen dann die Filme vorgeführt. Wie sind denn die Mädchen damit umgegangen, dass sie nun zwei Papas hatten und nicht Papa und Mama, wie die anderen Kinder alle? Nee, wir haben damals zu Anfang haben wir gesagt, wo sie zur Schule kamen, haben wir gesagt, ihre Eltern sind verunglückt. Mhm. Und sind sie verunglückt und wir hätten sie zu uns genommen. Mhm. So, und da war die Sache erledigt. Und wann haben die Mädchen kapiert, dass ihr nicht nur Freunde seid, sondern... Das haben sie erst später. Das haben sie später kapiert. Wie alt waren sie da, als sie das kapiert haben? 14, 15. Und war das dann okay oder brach da eine Welt zusammen? Ja, war okay. Ja. Mhm. Was machen die beiden heute? Sie sind Ärztinnen. Ärztinnen. Und leben in Kanada oder in Deutschland? Die leben in Kanada. Mhm. Und wie ist dein Verhältnis? Die eine ist in einer Kinderklinik in Victoria auf Vancouver Island. Die hat das Haus, also in dem wir früher gewohnt haben. Mhm. Und die andere ist in Whitehorse im Staat der Yukon in der Klinik als Kinderärztin. Auch. Wie ist dein Verhältnis zu den beiden heute? Gut. Also jetzt komm, ich stelle dir mal eine ganz blöde Frage, weil diese blöde Frage immer wieder von Kritikern gestellt wird. Welche sexuelle Orientierung haben die Mädchen? Bitte? Welche sexuelle Orientierung haben die Mädchen heute? Sind die heterosexuell? Sie sind verheiratet. Sie sind verheiratet. Weißt du, ich würde gar nicht diese Frage stellen, weil sie mir eigentlich zu blöd ist. Kein Mensch fragt nach der sexuellen Orientierung eines Kindes, das in einer Heterofamilie aufgewachsen ist. Weil man unterstellt ja immer, dass da irgendwas schief läuft, wenn in schwulen oder lesbischen Verbindungen Kinder aufwachsen. Meine Erfahrungen gehen dahin, dass mehr homosexuelle Kinder, also die später homosexuell werden nach der Pubertät oder lesbisch, aus heterosexuellen Familien. Die meisten kommen ja aus heterosexuellen Familien, ja klar, natürlich. Das ist ja eine ganz tolle Geschichte, die du mir da erzählt hast, was ich gar nicht für möglich gehalten hätte, dass man damals vor 30 Jahren in Kanada schon so weit war und wir heute im Jahr 2000 in Deutschland immer noch rumwursteln und quälen. Ja, in Deutschland leben die noch im Mittelalter. Absolut. Und die dusseligsten Argumente müssen wir uns anhören von der sogenannten konservativen Seite, dass man sich nur die Haare rauft.
manch ein Kind könnte es so gut haben, wenn es in einer schwulen Gemeinschaft aufwachsen würde oder in einer lesbischen Gemeinschaft. In der Gemeinde, wo ich lebe, da war vor kurzem mal so ein Referat über homosexuelle und lesbische Gemeinschaften, Partnergemeinschaften und deren Kinder. Mhm. Dann haben wir gesagt, ich sage, wenn jetzt zwei lesbische Frauen zusammen leben und die einen, und die möchten Kinder haben, die tun sich mit einem Mann zusammen und die, der zeugt die Kinder und die leben dann nachher sowieso in dieser dieser Familie. Mhm. Ne? So, ich sage, und warum soll das die Gleichberechtigung nicht sein für die Männer, dass die, es gibt so viele weißen Kinder und, ja, und ja, ja. Ne? Also die in den Heim aufwachsen müssen. Gar kein Thema, du hast völlig recht, ja. Vor ein paar Tagen hat Angela Merkel zum ersten Mal immerhin als CDU-Oberboss vor der schwulen Vereinigung der Christdemokraten gesprochen. Und immerhin ist sie dort hingegangen, das hat Helmut Kohl nie gemacht. Aber sie hat dort auch nochmal unterstrichen, dass sie gegen die Adoptionsmöglichkeit ist, weil zu einer normalen Erziehung Frau und Mann gehören. Was für ein Quatsch. Dieses ist allerdings nicht nur Meinung der CDU, sondern das finden wir in kreuz und quer durch alle Schichten und Parteien und Kirchen. Alle, ganz verschiedene Natur der Menschen sagen das und der gesellschaftlichen relevanten Kreise. Ja, Jürgen. Ich habe eben gerade überlegt, ich habe noch die ganzen Adoptionsurkunden von früher. Ja. Wenn du dich dafür interessierst, ich kann sie dir mal schicken oder ich kann sie dir bringen. Wir können uns mal irgendwo treffen, irgendwo in Köln. Und ich bringe sie dir mal mit und kannst du sie fotokopieren oder was auch immer. Also ich würde mal Folgendes vorstellen. Wir haben ja deine Telefonnummer. Es kann sein, dass wir in der nächsten Zeit nochmal vertiefend auf dieses Thema eingehen. Dann würdest du von uns oder von mir angerufen und dann können wir das vielleicht nochmal, können wir uns nochmal treffen oder darüber uns unterhalten, okay? Ja, ist gut. So machen wir das. Ich danke für deinen Anruf. Das war sehr interessant und wünsche dir auch alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Pia. Hallo, Pia. Hallo. Pia ist wie alt? 18. 18 Jahre. Mann, 18 Jahre erst. Oder schon, wie man's nimmt. Ja, genau. Dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass mein Freund sich immer schlägt und verprügelt. Dein Freund schlägt und verprügelt sich? Mhm. Wie alt ist dein Freund? 21. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? 3 Jahre. Und das geht seit 3 Jahren geht das so? Nein, das geht jetzt ungefähr seit einem Jahr so. Wann schlägt er dich denn? Immer wenn er besoffen ist. Und er ist ziemlich häufig besoffen. Also es gibt keine sonstigen Anlässe. Es ist immer verbunden mit Alkohol. Richtig. Wohnt ihr zusammen? Ja. Das heißt, du hast schon Angst, wenn er irgendwie auf Tour ist und besoffen zurückkommt? Ja, das Problem ist, wir haben ein Kind und also eigentlich nachmittags ist er eigentlich immer nüchtern und abends haut er dann ab. Und hat dann gut eingetrunken. Und wie läuft das dann so ab? Komm, beschreib mal so eine Szene. Ja, das Problem ist auch noch dabei, dass Skinhead. Mhm. Und spielt sich dann noch ein bisschen auf, kommt dann nach Hause, hört dann laute Musik, singt dann Parolen und so weiter. Und was macht er dann mit dir? Ja, wenn ich dann sage, er soll damit aufhören, dann schlägt er mich. Mhm. Also wenn du sagst, also nicht ein. Wenn du sagst, er soll mit den Parolen aufhören und mit der lauten Musik, dann schlägt er dich. Ja, genau. Also er kommt nicht nach Hause und... Er schubst mich weg und... Wie heftig ist dieses Schlagen? Ja, ziemlich heftig. Also Blutergüsse. Warst du schon im Krankenhaus sogar deshalb? Na, so weit ist er noch nicht gekommen. Mhm. Aber es ist trotzdem heftig. Blutergüsse schlägt er dich ins Gesicht auch? Ja. Wehrst du dich dann? Ja, kann ich mich schlecht gegen wehren. Also er ist ziemlich groß und kräftig und... Ja. Deswegen. Wie verhält er sich denn dann am nächsten Tag, wenn er seinen Rausch ausgeschlafen hat? Ja, ganz normal. Tut, als ob nichts gewesen wäre. Ich habe versucht, mit ihm darüber zu reden, auch über die Sache mit dem Rechtsradikal. Mhm. Und da lässt er sich nicht drauf ein. Und geht weiter zu seinen Treffen. Aber er sieht doch, wenn du irgendwo einen blauen Flecken hast oder gar eine Platzwunde. Ja, das interessiert ihn aber nicht. Interessiert ihn nicht? Er entschuldigt sich auch nicht? Nö. Er sagt doch nicht irgendwie, es tut mir leid. Ja, ab und zu mal kommt er dann an und sagt dann Entschuldigung, aber nicht oft. Und du kannst bei klarem Verstand auch nicht mit ihm über die politischen Themen reden? Nee, da geht zu seinen Treffen hin und die treffen sich da immer mit mehreren Mann, mit seinem Freund da und kann ihn nicht von runterbringen. Mhm.
Er hat ein Adolf Hitler-Porträt am Unterschenkel und so weit ist das schon gegangen. Du denkst ganz anders? Ja, natürlich. Jetzt frage ich mich natürlich gleich, wenn ich das höre, gut, das ist ein Kind da, aber trotzdem, warum bleibst du bei ihm? Weil ich ihn liebe. Der Mann, der dich schlägt? Ja. Seit einem Jahr? Ja. Wie oft schlägt er dich eigentlich? Der trinkt eigentlich jeden zweiten Tag. Der kriegt also jeden zweiten Tag einen auf die Birne? Ja, nicht immer regelmäßig. Nee, sagen wir mal so zweimal in der Woche, kann man fast sagen. Ja. Kriegst du eine für die Nuss? Ja. Und den liebst du noch? Ja. Warum? Ja, das weiß ich ja eben nicht. Vielleicht wegen seinem Aussehen oder weiß ich nicht. Er kann ja auch lieb sein, so ist das ja nicht. Pia, das kann ich nicht verstehen. Was meinst du, wie oft ich sowas hier höre? Dass mir Frauen erzählen von den schlimmsten, fast, also ganz üblen Misshandlungen. Und dann machen sie eine lange Pause und sagen, aber ich liebe ihn. Und dann sage ich immer zu den Frauen, seid ihr denn nur bescheuert? Seid ihr denn nur bescheuert? Wie kann man denn einen Menschen... Das sind die Einflüsse von dieser Gruppierung. Ja, das ist ja jetzt erstmal vollkommen egal, woher das kommt. Entscheidend ist ja, was hinten rauskommt, um es mal ganz plump zu sagen. Und hinten rauskommt, dass dieser Mann dich schlägt. 2 bis 3 Mal die Woche. Egal, welche Ursachen dann dahinter stecken. Ja, aber das kommt ja nur zustande, weil er das macht so. Ja, natürlich kommt es zustande, weil er es macht. Aber er macht es ja, er schlägt dich ja. Und er entschuldigt sich nicht einmal dafür. Und dann liebst du den noch? Darf man denn ein... Hast du darüber nachgedacht, was er für dich empfindet? Offensichtlich nicht viel. Du bist irgendwie so eine Haustante für den. Gut fürs Kind, zum Putzen und fürs Bett. Ja, wenn da mal was laufen würde. Ach, nicht mal das läuft mehr. Ja, nicht mal das läuft mehr. Der geht immer zu anderen Frauen und... Ach, das kommt auch noch hinzu. Pia, dann tust du mir nicht mehr leid. Also, er kann ja auch lieb sein, so ist er ja nicht. Dann ist er auch mal, ab und zu da mal hier und dann... Ach, aber das ist doch alles Unsinn. Er kann ja auch lieb sein. Der schlägt dich 3 Mal in der Woche, der geht fremd. Der nimmt dich überhaupt nicht ernst. Da erzählst du mir was von, der kann ja auch noch lieb sein. Ja, der größte Idiot kann irgendwann auch mal lieb sein. Ja, ja. Also da habe ich überhaupt kein Verständnis für Pia. Also du bist ja wirklich, du hast nicht nur eine rosa-rote Brille auf, du hast gleich ein Dutzend auf. Wie kann man denn jemanden lieben, der einen so missachtet? Ja, es geht irgendwie. Ja, aber das ich denke dann ja auch immer noch an unseren Sohn, ne? Ja gut, aber es gibt ja genügend Lösungsmodelle, dass man sich auch getrennt hat. Denn das ist sicher... Ich will sich ja auch nicht trennen, selbst wenn, ich habe es ja schon gemacht. Das ist für den Sohn, wie alt ist der Sohn jetzt? 1,5 Jahre. Ja, irgendwann kriegt er auch noch mit, dass der Papa seine Mama schlägt. Ist natürlich auch ein toller Erziehungseinfluss. Mhm. Was er will, darum geht es also überhaupt gar nicht. Natürlich will er nicht, dass ihr euch trennt. Du bist ja praktisch. Du bist eine gute Putze-Mensch. Mhm. Ne? Und du machst ihm das Essen wahrscheinlich. Ganz klassisch, ne? Na, Essen koche ich dir nicht mehr. Also, das machst du nicht mehr? Nee, das mache ich nicht mehr. Warum? Ja, ich habe keine Lust. Und das nimmt er so hin? Das nimmt er so hin, natürlich. Mhm. Er trinkt ja sowieso nur noch Alkohol, dann braucht er auch nicht essen. Mhm. So sieht er das. Mhm. Nein, Pia, also keine Diskussion. Was erwartest du, wie ich darauf reagiere? Wenn du mir so schlimme Sachen erzählst von einem Menschen, soll ich dir sagen, ach Pia, naja, er ist ja sicher auch manchmal noch ganz nett und nimm dich mal ein bisschen zurück und halt auch die linke Wange hin, wenn er dir auf die rechte eine scheuert. Und sei demütig und sei dankbar, dass du einen Mann hast. Denkst du, das sage ich dir? Nee. Natürlich nicht. Nee, das sage ich dir nicht. Natürlich nicht. Ich bin ja auch in der Frauengruppe und die sagen ja auch mal das Gleiche, ne? Also. Aber warum kriegst du denn nicht den Arsch hoch, Mensch? Ja, du bist eine junge Frau von 18 Jahren. Ja. Die wahrscheinlich, das merke ich schon, viel weiter ist, aufgrund auch ihrer eigenen Geschichte, als manch ein Mädchen mit 18 Jahren. Ja. Und du könntest dein Leben auch in die eigene Hand nehmen. Ja, natürlich kann ich das. Ja, dann tu es doch. Das ist alles nicht so einfach, nee, zu sagen. Nee, weiß ich. Weiß ich. Brauchst du mir auch nicht zu sagen. Dass das alles mit großen Problemen verbunden ist, weiß ich auch. Ja. Aber das ist kein Grund, es nicht zu machen. Das, was du erlebst, ist Grund genug, es zu tun. Und all die Probleme, die entstehen, sind weniger schlimm als das, was du da im Moment mitmachst. Und du solltest dir selbst mal in die Nase fassen und überlegen, wie du überhaupt zu einer solchen Aussage kommst, einen solchen Mann noch zu lieben. Ja, das ist ja meine Gefühle, die kann ich ja nicht unterdrücken. Nee, aber man kann auch Gefühle mal ein bisschen bedenken und reflektieren und beleuchten. Und vielleicht fällt es einem irgendwann wie Schuppen von den Augen, wie blöd man selbst ist. Aha. Irgendwann, vielleicht in 10 Jahren oder so, wirst du denken, mein Gott, was habe ich damals gemacht?
Was war ich ein dummes, junges Ding? Aha. Ich glaube, man kann sich nicht immer zurückziehen auf das Argument, ja, aber ich fühle es so. Man fühlt auch nicht immer richtig. Es gibt auch falsche Gefühle. Mhm. Rede ich aus guter eigener Erfahrung. Aha. Was hab ich oft auch in meinem Leben schon runtergeleiert? Ja, ich kann nicht anders. Ich fühle es aber so. Bis ich da mal hinterkam, dass man eben auch Gefühle hinterfragen muss und dass man sogar manchmal gegen Gefühle richtig vorgehen muss. Ja, Gefühle kenne ich ja kaum. Naja, aber du hast schon gerade, siehst du, das ist ja auch schon ein schlimmer Satz, dass es offensichtlich schon so kalt um euch geworden ist, dass du sagst, ich kenne kaum Gefühle. Außer zu meinem Sohn versteht sich natürlich. Ja. Sonst. Du bist in der Frauengruppe, ne? Ja. Das ist ja nur auch immerhin schon mal ein Schritt. Ja, natürlich. Ein Schritt zur eigenen. Kameradschaft mehr hoch ist das. Bitte? Das ist die Kameradschaft mehr hoch. Das ist die Frauengruppe. Ach so, na, ich meine, das ist auch ein Schritt hin zu einer Eigenständigkeit, ne? Ja, natürlich. Ich möchte jetzt Folgendes machen oder vorschlagen. Ich habe hier gar nichts zu wollen. Ich möchte dir vorschlagen, dass du mit meinem Psychologen noch mal ein paar Worte redest. Ja, natürlich. Ist das okay? Ja, natürlich. Das ist der Peter heute Nacht. Mhm. Und ich habe dir ganz klar meine Meinung gesagt. Ich kann da gar nichts mehr hinzufügen oder es noch mal wiederholen jetzt. Mhm. Okay, Pia, leg mal auf und wir rufen dich. Das heißt, der Peter ruft dich gleich noch mal an. Ja. Okay? Okay. Alles Gute. Tschö. Dominik. 23 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Dominik. Grüß dich. Mhm. Bin ja ganz überrascht. Ich muss ja mal den Leuten erklären, wenn ich hier so tschö sage, ja, das versteht ihr da hinten im fernen Paderborn oder Münsterland, wo ihr uns auch zuhört, vielleicht gar nicht. In Köln sagt man so, wenn man tschüss sagt, tschö. Verstehst du das? Das verstehe ich. Das ist das, okay. Na, nur mal so zur Erklärung. Mhm. So, jetzt aber zu dir. Ja, ich war letzte Woche bei der RTL-Quizshow Wer wird Millionär dabei. Ach, und ich habe dich nicht gesehen, weil ich die Sendung nicht gesehen habe. Warst du Kandidat? Ich war Kandidat, ja. Wer wird Millionär mit Jauch, ne? Richtig. Aha. Und, bist du Millionär geworden? Nee, leider nicht. Also da hat einiges gefehlt. Wie weit bist du gekommen? Ich bin bis zur 16.000-Mark-Frage gekommen, habe gequizt, falsch geantwortet, bin auf 1.000 Mark gefahren. Ja, also die 1.000 Mark kriegt man die eigentlich danach dann bar auf die Hand? Nee, die werden die nächsten 6 bis 9 Wochen überwiegen. Das dauert dann nochmal 9 Wochen. Ja. Wie war die Frage? Die Frage lautete, welcher Franzose konnte zweimal das Wimbledon-Einzel gewinnen? Ach du lieber Gott, wer weiß denn sowas? Ja, und... Wer war's? Es war René Lacoste. Lacoste, ich kenne nur diese Kleidung, Lacoste. Ja, und genau das habe ich auch gesagt. Also es stand da zur Auswahl René Lacoste, Henri Lecomte, Louis Renault und Michelin, glaube ich noch, ja. Mhm. Und Renault und Michelin, Renault sind Auto, mhm, oder ist Auto, Michelin sind Reifen oder halt diese Michelin-Sterne. Könnte auch sein. Und René Lacoste, Mode. Krokodil drauf, fertig. Also habe ich Lecomte genommen, weil ich ihn als Tennisspieler kannte. Ja. Und das war natürlich ein ganz böser Schlüsselreiz, auf den ich reingefallen bin. Das haben die Burschen extra so gemacht. Hast du dich sehr geärgert, als die 16.000 Mark weg waren? 15.000 Mark weg waren? Ich war die ersten ein, zwei Tage danach sehr, sehr fertig. Also um die Spiegel nochmal zu erklären, wenn du dich auf diese Frage nicht hättest eingelassen, hättest du 16.000 Mark wieder rausgenommen, ne? 8.000 Mark wieder rausgenommen. Das war die Frage davor. Ach so, genau, ja. Mhm. Nur wenn man halt da sitzt, 2 Fragen noch und dann hätte man die 32.000 Mark Stufe und das ist ja die nächste sichere Stufe. Mhm. Ja, hätte, wenn und aber. Mhm. Naja. Also ein paar Tage hast du die Wunden geleckt? Ja, aber mittlerweile sehe ich das so, es war eine schöne Erfahrung. Ich bin mit nichts gekommen. Bin mit 1.000 Mark wiedergekommen. Wenn du denn die 1.000 Mark irgendwann kriegst. Nein, du wirst sie kriegen, das werden die schon ordentlich abwickeln. Klar. Ist man da nicht ungeheuer aufgeregt, wenn man da sitzt? Also ich war höllisch aufgeregt. Das war ganz furchtbar. Also das ist live, ne? Nee, es ist aufgezeichnet. Ach, es ist aufgezeichnet. Es ist aufgezeichnet. Es war am Dienstag, wo ich dann da war. Und es ist Freitag bzw. Samstag ausgestrahlt worden, weil ich Überhangkandidat wurde. Mhm. Also ich habe auf dem Stuhl gesessen. Ich war furchtbar zitterig und... Mhm. Aufgeregt und naja, hatte meine Nerven nicht ganz im Zaum und ich denke, mir hat die Abgebrühtheit gefehlt. Ja, ja, es kann natürlich auch sein, dass man da so eine Art Blackout kriegt, ne? Und gab es denn eine Frage, wo du stolz drauf bist, die du beantwortet hast in den ersten Runden? Ja gut, das war die Fragen bis 1.000 Mark. Sag mal eine. Eine war davon, ich glaube, die 1.000 Mark Frage, genau, die war, wo findet man das rot-weiße Andreaskreuz? Das ist ja alles leicht, sagen wir mal ganz ehrlich, ne? Da steht dann so Sachen wie in der Notaufnahme am Bahnübergang, ich meine. Mhm. Ne? Solche Sachen und dann halt, was
was fällt mir gerade noch ein, die 8000-Mark-Frage, ja, wo man heute noch eins der sieben Weltwunder besichtigen kann, das ist ja in Gizeh. Mhm. Nur da war ich mir eigentlich auch sicher, habe aber den Publikumsjoker gezogen, mhm, weil ich so Angst bekommen habe. Mhm. Die haben mir natürlich dann bestätigt, dass es Gizeh ist. Da stand dann noch Rhodos, aber Rhodos, der Koloss, der steht ja gar nicht mehr. Nee, der ist auch ins Wasser gefallen. Ja. Mhm. Also hätte ich mir den eigentlich sparen können. Mhm. Und bei der 16.000-Mark-Frage mit den Tennisspielern, da war ich kurz davor, den 50-50 zu setzen. Ja. Dachte dann, bleib bei deinem Pech aber Lacoste und LeConte stehen. Dann sagst du sowieso LeConte, also sagst du ihn auch jetzt. Ja, und das war natürlich ein böser Fehler. Und meinen Anrufjoker, den wollte ich mir natürlich aufheben. Mhm. Wer war das? Wen ich angerufen hätte, mhm, das wäre einmal meine Mutter gewesen, meine älteste Schwester und eine Kommilitonin von mir. Und die saßen zusammen zu Hause irgendwo? Die saßen jeweils zu Hause, ja. Und aber wir haben die eigentlich... Schwitzten Blut und Wasser mehr aber, oder weniger. Aber die konnten die Sendung noch gar nicht verfolgen, weil die gar nicht live ausgestrahlt wurden. Eben, genau. Wie geht denn das dann mit dem Anrufen? Da werden einmal zwei Probeläufe gemacht, ja, bevor die Aufzeichnung losgeht. Ja. Und während der Aufzeichnungszeit müssen die ja natürlich am Hörer... Ach so, dann kriegen die das dann am Telefon alles richtig, mit. Mhm. Richtig. Man muss ja da recht eine gute Allgemeinbildung haben, ne? Also da reinzukommen, das zum einen denke ich auch, aber es war auch wahnsinnig viel Glück dabei. Also es sollen angeblich 500.000 Leute diese Hotline angerufen haben. Glaube ich, das wollen jetzt ganz viele machen. Also Horror. Weil alle zu Hause sitzen und denken, na, ich hätte das gewusst, ich wäre jetzt viel besser gewesen. Mhm. Ne, so denken die Leute, ja. Ach komm, pack es weg als schöne Erfahrung. Da hast du eine Ich kann nur sagen, ich werde das nie wieder tun, was ich habe die Sendung schon früher immer gerne geguckt und dann sitzt man ja da. Warum hat er nicht einen Joker genommen? Mhm. Warum hat er das nicht gesagt? Warum hat er das nicht gemacht? Werde ich nie wieder tun. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Ich kann jedem Kandidaten verstehen, was er tut und warum er einen Joker setzt oder warum auch nicht. Aber du wirst jetzt auf jeden Fall die Sendung auch noch weiter mal angucken. Ja, klar. Ja, klar. Ich meine, mein Gott, auf jeden Fall. So, dann verprasst die 1000 Mark. Was hast du vor, damit zu machen? Die 1000 Mark, die schenke ich meiner Mutter. Ach, wie nett. Das ist aber ein sehr netter Zug von dir. Ja, also der, sag ich mal, wenn ich eine Person, also ich, natürlich kennt man Personen, die es verdient haben, aber meine Mutter, die steht an erster Stelle, also die hat es verdient. Das ist ja toll, hat sie einen netten Jungen. Dominik, danke für deinen Anruf, war interessant. Ja. Tschüss. Danke fürs Zuhören, mach's gut. Tschüss. Jo, tschö. Hier ist Herr Kai, 23 Jahre alt. Hallo Jürgen. Ja, Kai. Erstmal zu dieser Vorrednerin hier, die, ich bekomme jetzt die Piai sehen. Ja. Mit seiner braunen Gewalt da, also ich finde, der soll die Birne sausen lassen, die ist ja alt, die ist erwachsen, hat ein Kind, finde ich. Ich hoffe auch, dass sie es schafft. Was ist dein Thema, Kai? Mein Thema, ich bin zu gut gebaut für meine Freundin. Du bist zu gut gebaut, das heißt, du hast zu große Füße. Auch nicht zu große Finger, nein, mein Intim, also mein Penis, mein Schwanz, das ist also dick. Sagen wir einfach der Penis. So, genau, Penis. Wir machen das ja ganz, ganz vornehm. Der Penis ist zu dick. Ja. Und zu groß auch? Groß. Ja, klar. Ja, wie, das wollen wir alles wissen. Wie groß ist er? 20. Ja, das 20 ist, geht doch noch. Ja, aber mit der Dicke dabei. Wie welchen Umfang hat er? Ja, ich sag mal 3,5, 4 Zentimeter. Ja, das ist auch doch nicht so dolle. Ja, aber ich dachte, du hättest mir jetzt gesagt, der ist 30 Zentimeter lang und hat einen Umfang von 8. Dann hätte ich gesagt, Mann, Kai, also. Nein, also das Problem ist ja auch nicht das jetzt. Also das Problem ist meine Freundin. Die ist 17 Jahre alt und es ist so, dass, sag ich mal, Probleme gibt. Ne? Welche Art? Ich bin also bei der Bundeswehr, ich sitze hier auf meiner Stube. Ja. Und wenn ich dann Wochenende nach Hause komme, will ich natürlich auch Sex machen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass sie ihr das wehtut. Also ich habe schon gesagt, sie soll sich rasieren, dann zieht das auch nicht so. Mhm. Aber ja, aber das ist das Problem. Ich merke, dass sie will dann einfach nur... Also ganz im Ernst, also bei 20 Zentimeter glaube ich, wenn du das geschickt und sensibel machst, dass das eigentlich kein Problem ist. Ist sie besonders zierlich? Ja, würde ich sagen. Würde ich schon sagen. Wie groß ist sie denn? Also ein Meter 60 oder so. Ja. Und bei 50 Kilo oder 55 oder was? Na gut. Ja. Habe ich genau ausgemessen. Ne? Gut, das heißt, das ist jetzt auch ein bisschen deine Liebeskunst, es dann so sensibel und vorsichtig zu machen. Ich glaube, es geht wirklich. Jetzt aber ohne Scheiß. Ich hatte mal einen Freund, der brachte es in der Tat auf 30 Zentimeter. Und der hatte Probleme mit seiner Freundin. Das war fast nicht mehr lösbar, das Problem. Aber 20 Zentimeter, glaube ich, kann man das, musst du das hinkriegen, wenn du es ein bisschen vorsichtig machst und sensibel machst. Also ich war schon überlegen, wenn das jetzt nicht so gehen sollte. Wir haben jetzt dieses zweimal dann das Sex gehabt, also richtig Sex, sag ich mal. Erst zweimal? Ja, weil sie will das nicht. Na gut, ja, da kann man noch viel trainieren und viel üben. Was hast du schon gedacht? Ja, vielleicht, dass er sich so ein Gummidildo kauft oder sowas, wenn ich nicht da bin, dass er sich ein bisschen aufweitet, die ganze Aktion. Ja, zumindest, dass sie ein bisschen trainiert. Ja, ist doch vielleicht gar nicht schlecht. Das kann man ja auch in das Liebesspiel gemeinsam mit einbeziehen, dass ihr den gemeinsam vielleicht kauft. Ja. Und dass, wenn du dabei bist, du das mit ihr zusammen auch machst und so. Da gibt es 1000 Möglichkeiten, um sich aneinander zu gewöhnen. Also da würde ich jetzt nicht aufgeben und ich käme an deiner Stelle überhaupt nicht auf die Idee, vielleicht auf verwegene Gedanken, ich lasse ihn verkleinern.
Ja, wäre wahrscheinlich zu teuer auch. Nein, bloß um Gottes Willen, das kann man, hochkompliziert, chirurgisch, und es gibt meistens üble Nachwirkungen. Ich muss leider Schluss machen, Kai, die Sache ist gleich zu Ende. Also toi 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 fürs Liebesleben. Ja, okay. Tschüss. Ciao. In der Technik, Leo Scholl, morgen sind wir wieder da, Radio 1 Live, wieder Fernsehen morgen auch 1 Uhr, und ich wünsche euch jetzt eine sehr schöne und gute Nacht. Bis morgen, bye bye.